Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 12. Weiterhin mit dem Stalker, weil Stalker only progress. Juhu, hallo. Gut, wir haben festgestellt, wir brauchen noch 15 Lizenzpunkte, um das neue Schwertchen zu tragen. Ein paar neue Potions haben wir auch gekäufert. Ne? Das sieht man die hier irgendwo. Ne, unter Ausrüstung wahrscheinlich nicht Inventar. Hier, genau. Items, 10 Stück, damit kriegen wir mit Sicherheit irgendwie 15 Mobs totgehauen. So, braucht man hier sonst noch irgendetwas? Du hast kein Geld mehr, sonst würden wir hier alles leer kaufen können. Gut. wo muss ich lang? Kärtchen. Okay. Da lang. Richtig. Na, da das Spiel für mich blind ist und der Stalker unbedingt wollte, dass ich dieses Projekt spiele, obwohl ich mich erst vehement dagegen gewehrt habe, ist er hier nun, wie ich schon sagte, mein Weggefährte und lotst mich, soweit ich möchte, durch das Spiel. Es wird zwar auch Levelpassagen mit Sicherheit geben, wo dann kein Commentary stattfindet, sondern einfach wirklich nur noch blödes Mob-Geschnetzel. Aber gerade hier den Anfang, würde ich sagen, wird das alles noch kommentiert, und wenn ich eine annehmbare Stärke erreicht habe... Speichere mal vorher ab, sonst hätten wir ein Problem. Kann ich das auch hier an dem Steinchen machen? Da kannst du nur noch zusätzlich teleportieren. Entschuldige für die Unterbrechung, aber ich dachte, das ist ja richtig. Speichern. Fump. So, speichern erfolgreich, das ist natürlich sehr nice. Also wie gesagt, wenn eine annehmbare Stärke erreicht ist und wir noch ein bisschen Story-Progress gemacht haben, wird es dann mit Sicherheit auch den ein oder anderen, das ein oder andere Level-Video wieder schön mit unterlegter Final Fantasy und Zelda-Musik geben. Und wie ich im Vlog bereits angekündigt hatte, also ich quatsch mich hier wieder um Kopf und Kragen, wird es demnächst auch wieder ordentliche Streams geben. Bin der Eis möchte wieder streamen, ich habe da übelst Lust drauf, und da ich im Moment nebenbei, wenn ich gerade nicht am Aufnehmen bin, noch ein kleines bisschen Ocarina of Time am Speedrun bin, mir die MST-Routen ordentlich versuche einzuprägen, wird es dann wahrscheinlich den ein oder anderen Stream Ocarina of Time Practice geben, wo ich dann wie ein Dover einfach nur, hoffentlich klappt das noch, wo ich dann wie ein Blöder nur Ocarina of Time am Suchten bin. Oder wenn ihr vielleicht eine Idee habt, schreibt es da unten mal rein, was ich streamen soll. Dit wäre natürlich auch Nietzsche. So, Wölfchen, komm mal zu Onkel. Ich begrapsch dich nur ein bisschen. So, du Mist. Grapsch ich dir ein bisschen an die Klöten. War ein Mist? Nee, hab ich doch geklaut, oder? Ja, ich glaube schon, ich habe nicht drauf geachtet gerade, weil ich mich am Kopf gekratzt habe. Das ist natürlich toll, ne? Ich darf das, es ist ein menschliches Bedürfnis, okay? Lies dich nicht beklauen, da zeige ich dir, dass du dich nicht beklauen lässt, mein Freund. Ein Windsteinchen. Aber es bringt ja auch nichts, so um den Mob rumzulaufen, in der Hoffnung, dass der da nicht trifft. Also kann ich auch genauso doof vor dem stehen bleiben. Ich glaube, die Agilität bestimmt, wann du parierst oder blockst. Also nein, Reflexe sind fürs Blocken zuständig und die Agilität fürs Parieren. Rechts. Ja, wenn du den gekillt hast. Und dann noch ein Potion. Eventuell wäre es keine schlechte Idee. Zwei Trefferchen. Schön. Das mag ich. Da gibt's später auch, ich weiß gar nicht mehr, welcher Status dafür zuständig ist, damit man mehrere Treffer macht. Aber da gibt es auch bestimmte Waffen, die dann auch wirklich viele Treffer hintereinander machen. Da, wo du vorhin warst, musst du wieder hin. Also geradeaus weiter. Hier oben hin dann, ja? Ja, richtig. Gut, also an der Gabelung rechts. Kann ich irgendwie sortieren? Ja, das ist machbar. Viereck. Ich würde Auto machen. So. Habe ich die jetzt hier auch ganz oben dann? Ja, sehr schön. Da ist noch ein Kaktor, den würde ich platt machen. Einfach nur, weil das kann. Und da ist und ein Schatz. Ha, bist du süß. Was denn? Nichts. Wieso bin ich süß? Hä? Ach, da ist ein Schatz. Ja! Ist es nicht mein Schatz, weil mein Schatz auf der Arbeit ist jetzt gerade? Die hat Nachtbereitschaft.
Ach, ja, sie hat Nachtbereitschaft. Ich bin froh, sie arbeitet ja. Sie arbeitet ja in einem Wohnheim für behinderte Menschen. Und eine Phönixfeder, sehr schön. Und die bringen mir übrigens jetzt noch gar nichts, wenn ich. Das ist richtig. Ja, auf jeden Fall wohnt sie, arbeitet sie in einem Wohnheim für behinderte Menschen und hat halt ihre Nachtbereitschaft da, um auf die Männchen aufzupassen. So, aber da hier drei Monster auf einmal sind, würde ich sagen, kill ich erstmal ein oder zwei, bevor ich anfange zu klauen. Eine Potion kannst du auch gleich nehmen. Jetzt greift er wieder automatisch an, nachdem du die Potion genommen hast. Siehst du? Ja, aber irgendwie total verzögert, oder meine ich das nur? Ja, das ist normal. Du könntest wieder eine Potion nehmen. Ist am Anfang noch normal, später brauchst du es gar nicht mehr so oft. Je nachdem, in welchem Bereich du bist. Die Monster werden ja logischerweise auch stärker. Hab ich das Spiel gesuchtet? Willst du eigentlich auch 100% machen oder einfach nur das Spiel durch? Ja, das möchte ich jetzt noch nicht entscheiden. Also, weil wie gesagt, das Spiel ist ja für mich theoretisch blind und kommt auf den Spielspaß an, der jetzt mit der Zeit dann irgendwann sich wahrscheinlich dann noch steigert. Wenn ich dann wirklich sehr guten Gefallen an dem Spiel gefunden habe, dann möchte ich nicht abstreiten, dass ich da irgendwie 100% draus machen möchte. Ich werde natürlich, wie ich auch bei Final Fantasy X gemacht habe, nochmal einen finalen Save State vor dem Boss setzen, also vor dem letzten, beziehungsweise vor der letzten Passage mit Wiederkehr, um es so auszudrücken, dass ich noch alles machen kann. Bist schon richtig hier. Da lang. So, hier. Diese Richtung gar nicht weit. Und, ja, je nachdem, wie zu dem Zeitpunkt dann mein Spielverlangen ist, ist nicht respawned, möchte ich dann, wie gesagt, nicht abstreiten, dass ich das Projekt dann noch weiterführe. Ich hoffe doch, dass du daran gefallen findest. Und wieder eine Zipfelmütze. Wow. Und hau weg die Scheiße. Blond, da brauchen wir lieben alle Wölfe. Da vorne ist wieder Cockatrice, also solltest du eine Potion nehmen. Jawohl, Chef. Yes, Sir. Du hast Sir, yo, Sir. Du niedere Marder auf die Knie. Hast du gesehen, dass sein Name Rot war? Nein. Das heißt, dass er in... Hast du jetzt gesehen? Oben links war ja der Name gestanden. Das heißt, wenn er rot ist, heißt das, dass die Gegner für den Zeitpunkt eigentlich noch gefährlich sind. Wenn er gelb ist, dass sie mittelmäßig sind. Wenn er weiß ist oder blau, dass sie machbar sind. Auf jeden Fall. Das ist so. Später gibt es dann noch Analyse, wo dann halt mehr Informationen... ja, du solltest wirklich eine Potion nehmen. Wo wir dann mehr Informationen über ein Monster dann liefern. Auch die Schwachstelle und so. Und die TP-Anzahl. Dafür brauchst du entweder halt den Reif, der Zustandsveränderung Analyse hervorruft. Oder eben die Technik. Wow, drei Hits. Mach's platt! Glotz es nicht doof an. Ein Feuerstein. Fred Feuerstein ist nun ein Begleiter von uns. das heißt, wenn gleich irgendwann mal ein Jabadabadu kommt, eine Seife. Das ist oh, bei Dark Cloud könnten wir nun den Klebezustand entfernen. In dem Fall ist es der Ölzustand, weil Öl kann... wenn du unter dem Ölzustand leidest, ist deine Schwäche für Feuer extrem hoch. Okay. Ja, bei Dark Cloud ist man dann extrem langsam. Dann bewegt man sich halt fort als... also da, wie gesagt, da ist es der Klebezustand. Dann klebst du irgendwie am Boden fest und läufst nur noch total langsam und kannst kaum noch vor Monstern flüchten. Dark Cloud ist auch ein... Dark Cloud ist eigentlich auch ein ziemlich geniales Spiel, aber irgendwie habe ich da im Moment nicht so sonderlich Lust drauf, genauso wie auf Kingdom Hearts. Also irgendwie ist derzeit da so ein Nullpunkt erreicht, den ich irgendwie noch überwinden muss. Ließ sich nicht beklauen. Das zeige ich dir jetzt, Wölfchen. Würde er eigentlich automatisch nochmal versuchen zu klauen oder muss ich es jedes Mal ausführen? Das musst du jedes Mal ausführen. Kannst aber einen Gambit später einrichten, der dann sagt, dass du zum Beispiel, so mache ich es immer, dass dein Charakter dann Monster beklauen, die noch 100% ihrer TP haben. Wie kommt es eigentlich, dass wir jetzt im Moment immer so häufig Doppeltreffer haben? Liegt das an den Werten, dass die jetzt höher geworden sind? Oder? Das ist reiner Zufall. Also ja, liegt auch an den Werten. Gehen wir auf Dreieck, dann können wir mit dem Status mal gucken. Status.
Ich glaube, das ist die Agilität, die das bestimmt. Okay. Aber je höher die Agilität, desto höher die Wahrscheinlichkeit auf Mehrfachtreffer. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah, einen noch, dann können wir die neue Waffe ausrüsten. Mach ich Blatt, Alter. Schmachen jetzt Messer von hinten. Ey, machst du Foto durch Facebook, ja? Ließ sich nicht beklauen, zeige ich dir. Es kommt ein Cockatrice. Ne, der verpisst dich wieder. Meine Güte! They see me rolling. They hate it. Aha, geh doch. Oh, ich glaube, da ist ein exotisches Monster dabei. Und ich glaube, der ist nicht gerade ungefährlich. Wenn wir Pech haben. Weil das sind drei, das ist verwunderlich. Und da ist das exotische Monster ist noch nicht zu besiegen. Lizenzen, so. Dann das Langschwert, ne? Jawohl. Na, 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 wusch. So, dann wollen wir es auch gleich ausrüsten. Wenn du jetzt auf Optimum gehst, geh mal auf zurück, zurück, halt, stopp, halt, stopp, halt. Auf Optimum, dann bekommst du das Beste, was du momentan im Inventar hast, angelegt. Yay! So, und jetzt one-hitten wir hier nur noch alles. Ach was. Hier der Wolf, der ist jetzt aber ein billiger One-Hit, oder? Komm Kein schon. One-Hit. So gut ist die Waffe auch wieder nicht, aber du wirst es definitiv spüren. Ja, nee, er wird es spüren. Aber deine Cloud-Technik wird echt von Level zu Level beschissener, mein Freund. Aha. Dann solltest du fliehen. Siehst du den Cockatrice da hinten mit dem Protestzustand? Ja, der rechte, ne? Der linke. Da ist mit dem blauen Zeichen. Ach so, okay. Der ist momentan unbesiegbar für dich. Du wirst sterben dabei, wenn er versucht, ihn anzugreifen. Der erscheint, ich glaube, zu 20%, wenn du einen Cockatrice hier tötest, dann erscheint der. Okay. Ich würde sagen, eine Potion, dann sind wir nämlich kurz vor voll wieder. Exotische Monster sind halt dadurch wichtig, um dann die Monster mit Monsterbericht dann zu vervollständigen. Sie lassen nützliche Items fallen und man kann auch interessante Dinge von ihnen klauen. Und ich habe eine Schnake im Zimmer. Raus da! Eine Schnake? Ja. Nicht lang schnaken, Kopf in Naken. Verstehst du? Wenn ich jetzt wenigstens eine leere Tabakdose hätte, könnte ich sie raussetzen. Wow, 55. Also jetzt machen die Cockatrice auch wieder Spaß zu killen, wenn man da nicht eine Viertelstunde drauf rumknüppeln muss. Rechts? Ja, laut Karte Richtung. Nach rechts? Oder hier lang? Ja, hier ist richtig. Gut. Ich glaube, ich soll einfach Himmelsrichtung nennen. Ja, das wäre wahrscheinlich ein bisschen einfacher für mich. Weil halt der Delay da drin ist. Ich drehe die Kamera ja in der Zeit schon und du hast dann noch den kleinen Delay. Den was? Eine Verzögerung. Ach so. Ich drehe zum Beispiel jetzt die Kamera und wahrscheinlich ist das dann bei dir noch irgendwie 1-2 Sekunden verschoben. So extrem was nicht. Eine Goldnadel. Für den Leben und den Steinzustand ziemlich wichtig. Ja gut, Stein bringt mir jetzt im Moment noch nichts. Wenn ich jetzt Stein bin, dann bist du am Arsch. Bin ich Gamme over? Das ist richtig. Aber die Monster hier versetzen sich auch nicht in den Steinzustand. Ja, Gott sei Dank. Das wäre aber auch ein bisschen unfair, möchte ich mal so behaupten. Wenn es jetzt schon gehen würde. So, eine Daune. Weil, was willst du jetzt im Moment dagegen tun? Wenn du dann nicht gespeichert hast am letzten Kristall, dann bist du ganz schön anal gefistet und so. Also anfangs ist das Spiel halt wirklich ziemlich eintönig. Je mehr Gefährten du hast, desto interessanter wird es auch. Das kann ich dir versichern. Ließ sich nicht beklauen, das wollen wir doch nochmal feststellen. Und ich freue mich auf deinen ersten Bosskampf. Boah. Aha. Weil gerade die Bosse sind richtig nice. Finde ich, die sind ziemlich geil. Wie gesagt, an so ein paar Stellen kann ich mich an dem Spiel halt noch erinnern, aber ich weiß nicht, wie weit ich wirklich jetzt gespielt habe, weil ich habe irgendwie noch im Kopf, dass man in irgendein Schloss muss, da wird die Hauptstory wahrscheinlich weitergehen jetzt, und dass man da die Prinzessin doch halt noch irgendwie retten kann. Bla. Na, die hat sich ja umgebracht. So, da oben lang, oder? Ja. Immer nach Norden. Schubidubidubdubdu. Wir wollen ja aber nicht spoilern, links. Hä? Sieht so aus, als wenn es hier nicht weitergeht. Okay. Und dann kannst du dann links an den Strand gehen erstmal, weil da gibt's Killerfische. Ach, ich liebe diese kleinen Biester. Da freut sich jemand. Ach, guck mal, ein Pudel. Fast ein Pudel.
Ein Wölfsche. Ein süßer Wölfsche. Ein Kaktor, mach den fertig. Kannst du gut. Mach ihn kaputt, da ist auch ein Schatz. Alfo, bübsch. Kaktor. Ein der schöne Kaktor. Ein Kaktor, genau, ein Kaktor. Ein Kaktor. Ließ sich nicht beklauen. Dir zeige ich, ey. Ich geb dir nicht beklauen. Aha. Und jetzt One-Hit ihn. Ich will den Kaktor kaputt, ja. Ach. Du kannst auch nichts fahren, du Fantilator. Da ist ein Schatzel. Schatzel? Ja, Schatzel. Ein Phönix-Fäder. Ein Wunderbär. Ein Wunderbär. Das sind Cockatrees. Und ein Wolf. Und der Wolf. Ich kann auch einfach mal Fels schreden. Nee, bitte nicht. Felsch. Wer will schon felsig sprechen? Ich? Niemand. Das ist meine Muttersprache. Deine Muttersprache, dein Mutterdialekt höchstens. Von mir? Nein, felsig ist eine eigene Sprache. Komm schon. Ich glaube, wir gehen jetzt noch in das letzte Dorf und dann Bayern ist höchstens. Bayern ist höchstens eine eigene Sprache. Meine Mutter hat jetzt diesen Witz erzählt. Achtung, nicht persönlich nehmen. Was ist der Unterschied zwischen einem Pfälzer und einem Türken? Keine Ahnung. Der Türke kann besser Deutsch. Okay. Hey. Alter, willst du mich verarschen? Er hat sächsischen Dialekt. Nee, er hat sächsischen Dialekt. Ist genauso. Fischschuppen, aha. Ich würde eine Potion empfehlen, die sind nämlich ein ganz schönes Grad höher. Oh, ich sehe es gerade. Die halten aber auch ganz schön böse was aus, ja? Ja, deswegen sind die ja friedlich anfangs. Ich würde noch eine Potion empfehlen. Willst du mich trollen oder was? Boah. Und dann nach dem Angriff vielleicht noch einen nachliefern. Was wir uns den nicht holen sollten, wäre ein Schild für Waren. Oh. Oh Gott. Warum auch immer die Potion nicht gewirkt hat. Game over, Bitches! Also ich habe sie definitiv geworfen. Ja, ich hab's gesehen. Das hat mich jetzt auch gewundert. Okay, merkt ihr, nein, wir werden keine Killerfische töten erstmal. Gut. Ja, wir müssen jetzt auch erstmal wieder ein Stückchen laufen und ein bisschen was killen. Um dann erstmal das Langschwert anzulegen und oh Gott, ich drehe durch, es tut mir leid. Ja, ja, er nun wieder, weißt du, ah, die sind total cool, ja, ich bin total tot. Kann ich dafür, wenn du das Spiel nicht spielen kannst, okay? Mimi. Ich hab gerade im ersten Moment gedacht, hier ist ein Kupo. Ist es auch, es ist ein Mokri. Echt? Ja. Da können sie Alia Kupo, oh, wie geil! Ah, oh, ich mag Chocobos und... Nein! Ah, gut. Wir können uns aber ein Chocobo leihen, das ist lustig. Möchten wir aber nicht. Chocobos, und ich bin mir gerade unsicher, wann ich den Part angefangen habe aufzunehmen. Ich glaube, wir sind eigentlich schon wieder über der normalen Final Fantasy Zeit, weil Final Fantasy möchte ich gucken, dass ich sie 20 Minuten lang halte, die Parts. Wir sind 20 Minuten durch, um 12 haben wir angefangen. 11. Auf die Uhr geguckt eben. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier noch eben das Räumchen leer, beziehungsweise die zwei Gegner, die wir hier sehen. Oder machen wir noch eben... Nee, wir machen jetzt hier die zwei noch zu Ende und dann beenden wir den Part mit Unnecessary Quit, Monster of Doom, Sterb und so. Denk dran, wer dich getötet hat, ein Killerfisch. Du musst ihn finden und ihn töten. Ihm werde ich mein Langschwert so tief einführen, dass er sich wünscht, mir niemals über den Weg gelaufen zu sein. Kannst du mir auch mal dein Langschwert einführen? Ja, das ist meine Art von Humor, den hast du es nicht verstanden. Nein, ich habe ihn wahrscheinlich hoffentlich falsch verstanden. Gut, na komm, die hier hinten, die zwei, die... Und die, wo danach noch kommen, auch noch, natürlich. Die, wo die danach kommen, genau. Du hängst drin, hä? Du müsst mich gerade grinsen sehen, weil ich merke, dass du gerade Spaß gefunden hast am Spiel. Du hast, wahrscheinlich ein Lächeln bis über beide Earlys. Ja. Ich lächle mal wieder, ich freue mich wieder lächeln zu dürfen.
Nee, mich wurmt das gerade so ein bisschen, dass ich gekillt worden bin. Das nervt mich. Weil 20 Minuten Progress für den schönsten Körperteil einer Frau ist. Ja, so muss das sein. Genau so lieber fahren. Lässt ihn fahren und schon 3-Hit hier. Nimm vorher eine Potion. Glaub mir, nein. Das ist besser. Nicht? Ich will Wenn nicht. Wenn du nochmal verreckst, lache ich dich aber aus. Fick den. Die Vorstellung. Oh Gott. Mach. Put hier. So. So, jetzt kann ich eine Potion nehmen. Nee, keine High Potion. So. So, jetzt bewegen wir uns ein bisschen von den Cockatrees weg. Wir müssen ja in diese Richtung, genau. Gehen wir noch zur nächsten Ladezone und dann mache ich Schnibbeli-Wip. Nur noch die zwei Monster da. Ja. Okay. Mich auch. So, hier. An den Scheiß, den Kaktor, Alter. Richtig, ich den Wand. Ein Breitschwert haben wir gefunden. Dann brauchen wir uns ja eigentlich nichts mehr zu kaufen, ne? Ja, das Langschwert hast du ja schon. Ja, aber das Breitschwert ist doch toller und schöner und besser. Nö, und geiler. Das ist und schlechter. Das Langschwert hat Angriff 19, das Breitschwert hat Angriff 15. Ja, gut, dann verkaufen wir es halt wieder. Nein, das behalten wir für Pennello später. Ja, gut, dann eben so. Entschuldige. Kann ich das hier drüber auch sortieren? Nee. Ach, Kram. So. Hier stirbt Hundi. Schmecke den warmen Stahl. Warum warm? Klebt noch. Nee. Schmecke das stachelige Stahl. So. Da klebt noch Menstruationsblut dran. Eines Kaktors. Oh Gott. Unser Humor ist wirklich mies. Unser Humor ist richtig mies. Ein wenig, ja. Aber egal, denn das macht uns ja aus. Richtig. Ne, was wäre ein Ice Age 88 ohne Humor? Genau, kein Ice Age 88. Ja, du dachtest erst, das heißt Ecke. Ficken. Wann und wo? Nein. Ein Potion erhalten. Da draußen fällt was rum. Ja, haben wir draußen. Wir haben hier so einen kleinen lustigen Spinner, der einen Lamborghini hat. Und wenn der hier vorbeifährt, dann wackelt hier die Bude. Und der fährt hier nicht nur einmal innerhalb einer Stunde lang, auch nicht zweimal, sondern dreimal teilweise. Wo du dir dann denkst, Alter, wenn du eine Potenzverstärkung brauchst, kauf dir Viagra und kein Lambo. Mit meinem fehlenden Sportwagen kompensiere ich meinen großen Penis. Richtig. Im echten Leben, wie so ein Cheat ist, ist es bestimmt so ein Cheater, weißt du? Brauchen wir eigentlich noch Lizenzpunkte oder haben wir die schon voll für das Langschwert? Schauen wir mal. Nö, die brauchen wir noch. Gut, da das Viech nicht aggressiv auf mich ist, würde ich sagen, stelle ich mich hierhin neben die zwei Blümchen und würde sagen, wir sehen uns nächste Part. Final Fantasy 12. Ich Ice Age 88, Stalker sagen, winke winke. Winke winke. Tschö.